Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic, die Welt der Verurteilten. So, ja, ich bin immer noch hier, das heißt, dass ich nicht irgendeine Geistesidee hatte und irgendwo anders hingerannt bin. Nee, wir machen einfach hier weiter. Und zwar, ja, erstmal falle ich hier runter, genau, damit ich hier wieder hoch kann. Ich denke, wir werden jetzt erstmal Akrobatik lernen. Und danach mal ein bisschen auf Zweihänder sparen, wobei ich immer noch nicht genau weiß, warum Zweihänder, weil meine stärkste Waffe ist leider ein Ei. Ja gut, der schwere Zweihänder ist natürlich auch, hat auch 85 Schaden. Wahrscheinlich kommt es da eher auf die Reichweite an, schätze ich mal. Allerdings glaube ich, dass wir mit dem Einhänder schneller schlagen können. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Gothic 1 kenne ich mich leider nicht so gut aus, was die Kampftechniken betrifft. So, wir lernen erstmal. Ich will mich verbessern. Akrobatik. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Oh, wieder nur 9 Lernpunkte. Aber... An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Naja. Verlass dich auf jemanden oder dich verlassen. Du bist ich. Solange ich damit nicht zu tun. Wenigstens kriegen wir nicht mehr so viel Fallschaden jetzt. Das habe ich auch noch nie rausgefunden. Wann er gleich nach vorne springt und wann er nur nach oben springt und sich dann abrollt. Das war einer von dem Mythos, den ich nie verstanden habe bei Gothic. Hängt das mit dem Schritt ab? Also ich weiß nicht. Das war auch so ein Punkt, wo ich damals stundenlang mit meinem Charakter durch die Gegend gerannt bin und immer geguckt habe, wann springt er gleich los und wann rollt er sich nur ab. Ich habe immer gedacht, wenn das linke Bein vorne ist, aber weiß nicht, ab und zu geht das auch nicht. Naja, das sind so kleine Spielereien, die man so, um Zeit zu überbrücken bei den langen Laufwegen, die man sich da so ausdenkt. Naja, gibt es bestimmt noch Leute, die machen ganz andere Sachen. Ich habe mich halt immer gefragt, wann er denn abrollt und es klappt wirklich nicht immer, das muss man sagen. So, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema und zwar... So, wir haben... Ich habe vorher schon ein bisschen reingeschaut, ohne Aufnahmen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, an Cypher. Keine Ahnung, okay. Werden wir irgendwann suchen. Balor im im Sumpflager, da werden wir irgendwann mal schauen. Das muss ich erstmal hinten einstellen. Ich habe jetzt vor, wir geben Frankos Amulett zurück. Dann gucken wir, was mit der Snapperjagd nicht stimmt, weil er wollte eigentlich mitgehen. Das scheint wohl ein Bug zu sein, habe ich mir sagen lassen. Mal gucken, was dann passiert. Und dann sollte ja eigentlich der Führungswechsel mal langsam in Schwung kommen. Anschließend, wenn wir das noch schaffen in dieser Aufnahme, gehen wir zurück ins Sumpflager, wo wir dann gleich mal ein bisschen versuchen können, die erste Quest zu lösen. Dann gehen wir zu Korkalorm. Genau. Und dann gehen wir wahrscheinlich nochmal zu Korkalorm. Hier steht da nicht drauf. Doch, Korkalorm schickte mich ins Lager zu Gomez. Neuer Hehler, da muss ich wahrscheinlich ins alte Lager zurück. Ich finde es halt schade, dass es hier keinen Questlog-Eintrag gibt. So weiß ich nämlich nicht, habe ich den Hehler jetzt schon gefunden oder nicht. Das ist halt das Problem. Ich spiele das ja nicht am Tag mal 3-4 Stunden. Ich mache vielleicht alle 2 Tage mal eine Aufnahme für 20 Minuten. Also so ein gutes Gehirn habe ich nicht, dass ich mir das alles merken kann. Was ich wann und wie viel Uhr schon mal gemacht habe. Also tut mir leid. Da wäre es hilfreich gewesen, wenn da ein Questlog vorhanden wäre. Aber naja, ist ja kein Vollpreistitel, den ich hier spiele, das ist ja nur eine Mod. Das möge man den Entwicklern verzeihen. Oh, stimmt, und da war ich noch gar nicht, deswegen muss ich das mal probieren. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die alle schaffen kann. Das sind einige hier, glaube ich, aber das ist so eine abgespaltene Gruppe hier. Ich glaube, das wird kein Problem werden. Okay, wenigstens habe ich in der Hinsicht recht gehabt. Oh, die haben wertvolle Sachen dabei. Diese kleinen diebischen Goblins hier. Oh, das wird kein Spaß. Das wird kein Spaß. Oh je. Warum ist die Uhr nicht drin? Geht ja mal gar nicht.
Muss doch wissen, wann Mittag ist hier. Obwohl, die gehen eigentlich ganz locker. Ah, das ist... Ich sag lieber nichts mehr, jetzt reg mich doch wieder auf. Ich wollte nämlich gerade schon wieder rummeckern, warum er beim Kampf nicht im Fokus bleibt, aber... dafür gibt's ja Gothic 2. Da wurde ja alles verbessert. Selbst das grausige Inventar, was mal eigentlich überhaupt nicht geht. Hallo, wir wollen mal nicht übertreiben jetzt, mein Freund hier. So. Diese Varane, diese aufdringlichen. Aha. Münze? Münze. Sehr interessant. Ich habe zwei verschiedene Arten von Münzen in meinem Inventar. Also, wer mal einen Tag schlecht drauf ist, der sollte erstmal die Mod spielen. Da gibt's immer was zu lachen. Oh Mann. Das ist schon echt witzig. So, wir essen ein paar Waldbeeren hier. Wie man sehr schön sehen kann. Oh, scheiße. Oh. Leute, verzeiht's mir. Ich bin heute ein bisschen... Keine Ahnung, was ich da überhaupt rede. Wahrscheinlich muss ich die Hälfte wieder rausschneiden von dem, was ich gerade gesagt habe. So, wir machen jetzt noch die drei schwarzen Goblins hier. Welche hoffentlich kein Problem werden. So, das wäre geschafft. Ja, aber Erz haben die eigentlich genug da. Das geht eigentlich schon. Und da hinten leuchten noch so ein paar Waffen und Gegenstände. Da gucken wir gleich mal nach. Ein Schürhaken, ja, kann ich ja voll brauchen jetzt. Ein Kochlöffel. Soll ich jetzt hier zum Koch werden und zum... Oh Mann, Leute. So. Dann wäre das hier auch schon mal weggeräumt. Also ich finde eigentlich, will ich mich mal, wenn es geht, mal mit ein paar Orks anlegen. Immer richtig Lust auf die Viecher. Aber ich glaube, da warten wir, bis wir den Zweihänder haben. Da haben wir einen größeren Radius zum Schlagen. Jetzt habe ich vergessen, wo ich hinlaufen wollte. Nein, habe ich doch nicht. Wir gehen jetzt ins Banditencamp. Und hier, eins der Sachen, die ich in Gothic 2 wirklich vermisse, das ist die Strömung. Hier gibt es nämlich Strömung. Das ist sehr schön. Auch wenn es spielerisch eigentlich... nicht so viel bringt, glaube ich. Aber wir haben eine Strömung. Wir verzeichnen das mal. Tragen das mal im Logbuch ein, dass wir eine Strömung haben. So, wo ist eigentlich mein verschissener Bogen hin? Habe ich den überhaupt angelegt? Hatte ich überhaupt jeden Bogen? Ich weiß es nicht. Leichte Armbrust, aber wir haben wahrscheinlich keine Bolzen. Ach, vielleicht sollte ich hier suchen. Wir haben 7 Langbogenpfeile, keine Bolzen. Dann müssen wir den Langbogen für das Geschick... Ja, ich bin ein Held, ich weiß. Aber, sehr schön zu sehen, die Bäume in Gothic 1 sind nicht dreieckig, auch nicht viereckig. Nee, sie sind 1, 2, 3, 4, ich glaube 7-eckig oder so. Gibt ja keine schönere Zahl, die man benutzen kann. Ich meine, 360 durch 7, wer möchte das schon gern ausrechnen? Ich meine, vielleicht sind das auch 6-eckig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr polygonarm das Ganze. Ich find's witzig. Besonders die Baumtexturen, die sich da komplett durchziehen hier hinten noch. So lange, bis man näher kommt. Ja, man musste damals schon ein bisschen auf die Performance achten. Ich meine, die Piranhas, die waren ja schon immer nicht so wirkliche Engine-Freaks, die da hier mordsmäßige 3D-Grafiken hergestellt haben. Aber sie haben es verstanden, wie sie ihre Welt liebevoll mit Details füttern. Das ist ein sehr positiver Aspekt, finde ich, von dem ganzen Spiel. Das ist doch eins der Dinge, die mir damals so ins Auge gestochen sind bei dem Spiel. Dass das einfach sehr liebevoll alles gemacht wurde. Da stört es auch gar nicht, dass hier die Texturen ein bisschen verwaschen sind. Hin und her, das ist völlig egal. So, okay, jetzt genug wieder ja, off-topic eigentlich gelabert, mehr oder weniger. Jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft. So, ich quatsch einfach mit jedem, denn ich habe eh schon wieder vergessen, was ich hier machen muss. Am besten mal hier runterspringen, ohne zu sterben. Das wäre eigentlich ganz gut. War hier nicht mein Weg früher? Ich glaube, der ist hier hinten. Das hier, Leute. Das sind verwaschene Texturen, die hier. Da wirken die hier gleich scharf wie mein Messer. Aber das da oben ist echt... Also das sind da diese großen Entfernungstexturen, wo man eigentlich gar nicht hin sollte. Die sollte man eigentlich nie aus dieser Nähe sehen, die Texturen. So. Der blutet hier immer noch vor sich hin. Na gut.
Räuber. Ja, ich speichere lieber nochmal ab. Man weiß ja nie, was jetzt hier passiert. So, quatschen wir mit dem hier. Ne, mit dem nicht. Das ist nur ein Räuber. Mit Franco. Ich hoffe, ich habe sein Amulett auch wirklich dabei. Ha! Hier ist dein Amulett. Sehr gut. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du das schaffst. Du wolltest mir was erzählen. Ach ja, Quentin hat nichts mehr an der Spitze dieses Lagers zu suchen. Esteban wird bald seinen Platz einnehmen. Oh ja, und dafür habe ich jetzt dir dein scheiß verschissenes Amulett besorgt, oder was? Für diese Information. Na gut. So, Sedian. Was ist das für ein Ort? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Das einzige Ort, ja, unabhängig, Templer Söldner, brauchen jagen, fernab. Ja, okay. So, ich hoffe mal, dass das jetzt... Ich weiß ja nicht, ob ich da noch Snapper vergessen habe, aber ich... Oh. Das Vieh ist erledigt. Gute Arbeit, du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört? Du bist ja doch zu was gebrauchen. Wie ich dir gesagt habe, helfe ich dir jetzt. Ich bin der Meinung, dass Esteban bald unser neuer Anführer wird. Nicht mehr lange und er wird sich gegen Quentin auflehnen. Auch wenn Quentin immer gut für uns gesorgt hat, die Zeiten ändern sich, denke ich. Mehr wolltest du nicht wissen, oder? Dann sehen wir uns im Lager. Wir sind im Lager, Junge! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? So. Aber ich glaube, ich habe die betreffende Information jetzt bekommen. Halt, das da. So. Jetzt werden wir mal erstmal nochmal kurz speichern und dann werden wir mal Esteban Bericht erstatten. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt umhauen lassen muss von ihm. Hey du. Komm, fress schneller. Hab ich nicht gesagt, dass du dich verpissen sollst? Jetzt gibt's was aufs Maul. Aua! Du Missgeburt, aber ich lasse mein Schwert jetzt lieber stecken. Der hat genug. Ja, ich bin tot, danke. Du. Du wirst höchstens noch bis zur Erdung leben. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Bist du echt dumm? Natürlich habe ich Erz in meinen Taschen. Ich habe nichts versteckt. Zwischen meinen Eiern. Entschuldigung, ich bin wieder arg witzig, ich weiß. So, wie viele Lebenspunkte haben wir noch? 172. Hey du. Komm, musst du denn jetzt deine Reisschnaps hier saufen? Das gibt's doch nicht. Ich hab mit ein paar Leuten geredet. Du Wichse, du hast mich umgeschlagen, du Arschloch. Ich hätte das noch alles eingefügt. Und? Franco steht hinter dir. Er ist der Meinung, du hättest das Zeug zum Anführer. Logan ist der Meinung, dass die Zeit von Quentin um ist. Warum rede ich eigentlich so dunkel? Ich bin der Held. Sancho ist eigentlich egal, wer Anführer ist. Er steht sowieso nur den ganzen Tag auf seinem Posten und kriegt nicht viel mit. Senjan ist auf deiner Seite. Er hält dich für den richtigen Anführer. Das wären alle. Das klingt gut. Sieht so aus, als ob meine Zeit gekommen wäre. Damit hast du mir den Weg zu meiner Führung freigemacht. Hier ist dein Anteil. Und jetzt geh. Ich kann dich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ja, danke schön. Gucken, ob wir den gleichzeitig noch den anderen verpetzen können. Ich probiere das mal. Ich bin ja schon so ein kleiner gemeiner Held eigentlich. So hinterrücks. Aber ich glaube, die Mission ist abgeschlossen. Schade eigentlich. Hey du. Quentin. Na, dann halt nicht. Aber warum musste er mir jetzt eigentlich aufs Maul hauen? Das war doch echt nicht nötig. Okay, das wollte ich eigentlich noch überprüfen, ob er mir mein Erz weggestohlen hat. Aber das hat er, glaub, weise sein lassen. Das wäre nicht klug gewesen von ihm. So, wir pressen uns erstmal hier gebratene Fleischstücke rein, solange wir noch welche haben. Ich glaube, langsam sieht es mit Fleisch ein bisschen mager aus bei uns. Da esse ich doch die guten alten Waldbeeren aus der Erde. Die schmecken gleich viel besser. So, aber rohes Fleisch habe ich auch wirklich... Ach, 23 Stück. So. Also Leute, ich denke jetzt, dass wir hier fertig sind im Lager. Falls noch was ist hier, sagt mir bitte, aber ich glaube nicht. Soll er doch das Lager übernehmen und alle umbringen, das ist mir egal. Mir ist es recht, wenn sich die Banditen gegenseitig verklopfen. Dann klebt weniger Blut an meinen Händen. So. Die Haare sind immer noch nicht gewachsen. Schade. Oh, oh. Oh. Meistens ist das kein gutes Zeichen, wenn NPCs sich, wenn man auf sie zuläuft, sich umdrehen.
Das bedeutet meistens, dass sie einen gleich ansprechen wollen. Und das bedeutet meistens, dass sie etwas Wichtiges zu sagen haben. Und das könnte manchmal in einer Schlägerei enden. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt... Komm, wir gehen ins alte Lager. Wir sind doch eh gleich im alten Lager. Ich sehe doch schon die Zinn da hinten. Das ist doch nicht so schlimm. Da gehen wir jetzt einfach hin. Machen das mit Fisk. Gucken nochmal, ob wir an die zwei Köche rankommen. Weil die habe ich letztens mal nicht gefunden. Tut mir leid. Ich stehe halt nicht so auf Köche. Keine Ahnung. So. Ah ja, da war die Welt noch heil damals. Da schwebt das Dach oder was das sein soll. Oha. Bleibt das wirklich so? Sieht nicht gut aus da oben. Oh, drei. Ich gehe unter. Nein, das sieht wirklich nur so aus wahrscheinlich. Okay. Dann lasst uns mal schauen. Na, Wache, alles klar. Ach so, ja. Ach komm, wir gucken erst noch den Köchen. Also wo sollen die sein? Bei Ramon oder wo? Keine Ahnung. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Ich bin das erste Mal hier drin. Irgendwann endlich noch so wie der hier. Das Skelett, was hier am Galgen hängt. Was haben die eigentlich hier für eine Grütze gebaut? Was soll das eigentlich sein, das hier? Keine Ahnung. So, das ist Scorpio. Der trainierte die Jungs. Das ist Ramon. Konvoiträger, Konvoiwache. Lass mich mal vorbei. Hey du. Bist du echt behindert? Oh, Leute. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Lass mich vorbei! Kaum, dass ich daran was erinnern werde. Ja, was machst du? Du läufst hin und kehrst wieder um. Willst du mich verarschen? Aber bald wird dich... War doch klar, dass... Euch bringe ich noch Manieren bei, das schwöre ich. So, Raven. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, das macht dir natürlich Spaß, hier zuzugucken beim Putzen. Das war mir so klar. Ah, was haben wir denn da? Da haben wir die guten Köche. Das ist doch gut. Jetzt mal gucken, ob die wirklich eine Quest... Oh, die haben sogar Namen. Sehr schön. Was machst du hier? Ich bereite zusammen mit Omid das Essen für Gomez zu. Das ist eine verdammt gefährliche Aufgabe. Ja, das glaube ich. Wenn dem was nicht schmeckt, seid ihr tot. Warum? Verstehe. Okay, ich habe gerade Dialog übersprungen. Das tut mir leid, aber das interessiert mich jetzt zu stark. Das will ich jetzt nochmal kurz wissen, was das war. Hey du. Ob man hier was mitgehen lassen darf, ich glaube fast nicht. Was machst du? Ich sag's mal so, wenn Gomez das Essen nicht schmeckt, wird das mit Sicherheit die letzte Mahlzeit gewesen sein, die wir gekocht haben. Ja, Mann, wie ich doch recht hatte. Ich wusste es. Verstehe. Und das war's jetzt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir das Rezept für eine Suppe beibringen, die mit Wurzeln zubereitet wird. Ja, lecker. Vor meiner Zeit in der Kolonie war ich öfter in der Wildnis unterwegs, hab Kräuter gesammelt und für neue Rezepte verwendet. Wenn du willst, werde ich dir das Rezept beibringen. Eine Wurzelsuppe? Ja. Die Frage ist, ob das irgendwas Dauerhaftes bringt oder ob das vielleicht gleich mal 40 Lebensenergie bringt. Das wäre ja mal was, dann würde ich das sogar lernen. Aber ich glaube nicht, dass wir das je brauchen werden. Die meisten kennen mich hier wegen meinem Fleischeintopf. Der ist hier sehr beliebt. Ach ja. Ich hasse Eintopf. Bist wohl nicht lange hier, was? Ich bin vor einiger Zeit hier angekommen. Hast du was für mich von deinem Fleischeintopf? Oh. Nein, den Rest davon habe ich Gomez und die anderen Erzbaronen gestern gegessen. Ja, widerlich ist das. Wenn ich dir einen Fleischtopf zubereiten soll, musst du mir vorher nur die passenden Zutaten bringen. Was brauchst du? Ich brauche ein Stück, ein Schinken, zwei Käse, fünf gebratene Stück Fleisch, ein Flammen. Ja klar, ist mich eigentlich. Ich probier's einfach mal. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Juhu! Ah, sehr gut. Damit habe ich alles, was ich brauche. Gute Arbeit. Gib mir einen Moment. Ich muss die Sache nur dazugeben. So, dein Fleischeintopf. Lass es dir schmecken. So,
Fleischeintopf. Tatsächlich, ein Stärkepunkt. Genial. So, aber... Hey du. Questmäßig ist aber hier nicht so viel, oder? Kann das sein? Bartolo. Solange ich damit nichts zu tun. Ich will mit dir handeln. Ich habe einiges. Wenn du Erz hast, ja, das ist schon klar. Gequatscht wird viel. Eigentlich wollte ich von dir Erz haben. Okay, betrachten wir diese Sache einfach als erledigt. Das heißt, ich muss gleich wieder speichern. Und jetzt machen wir noch eine Sache kurz, bevor wir dann im nächsten Video ins Sumpflager wieder gehen. Wir machen jetzt erstmal die Sache mit dem Hehler, dass ich das endlich weg habe. Ich kann diese Quest jetzt langsam nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Mehr oder weniger, dass es ja mein Verschulden war, weil ich ja so absolut unprofessionell bin mit dieser Mod. Ich weiß nicht. Ich meine, sie macht ja wirklich echt Spaß, aber das Problem ist halt, dass ich echt schon lange raus bin aus Gothic 1. Das erschwert mir das Ganze natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt erstmal im zweiten Kapitel sind, nimmt das Ganze wieder echt an Fahrt an. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir schon im zweiten Kapitel sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Man wird, glaube ich, immer mit Gildenzugehörigkeit kommt man schon ins nächste Kapitel. Ich rede aber eigentlich von der großen Anhörung des Schläfers. Wenn wir das mal haben, dann wird das bestimmt spaßig. Aber ich glaube, das zweite Kapitel kommt erst noch. Tatsache. Tatsache. Und jetzt guckt mal hier rein, was hier steht. Hehler. Da steht nur drin, dass ich ihn suchen muss. Aber es steht nicht drin, dass ich ihn gefunden habe. Das wäre natürlich echt praktisch gewesen. Ich habe jemanden aus dem neuen Lager, der mit dir handeln will. Stufe gestiegen. Wer hätte das gedacht? Du scheinst dich hier ja richtig beliebt machen zu wollen. Das ist dir auch gelungen. Wer ist es? Sein Name ist Sharky. Sharky? Der ist ja noch schlimmer als Mordrak jemals hätte sein können. Was Diego betrifft, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aha. Zeig mir deine Ware. Ich scheiße aber auf Diego und Konsorten. Auf die Leute bin ich nicht mehr angewiesen. Ja, wieder dieser ich sehe meine Gegenstände nicht mehr Bug, das ist natürlich sehr hilfreich. Oh Leute, das macht jetzt wieder Spaß hier zu suchen. Estebans Langbogen, wo auch immer ich den her habe. Verlass dich auf jemanden und du. Wahrscheinlich habe ich ihn schon umgehauen. Leuchte Armbrust. Nein. Ich will es ihm genau geben. Ha! Nein, scheiße, ich muss nur 2 geben. Am Ende bin ich angelangt. Vom Video natürlich. Okay. Bevor wir lange rummachen. Boah, wir haben nur noch 4 Quests drin. Wie ist das göttlich? Ja, den Alkohol, Quatsch da. Kraut zu Gomez bringen. Da muss ich ins Sumpflager. Da muss ich ins Sumpflager. Da muss ich auch ins Sumpflager. Das heißt, unser nächster Stopp für das nächste Video ist auf jeden Fall der große Sumpf wieder mal. Wo wir dann hoffentlich auch ein Stück mit der Hauptquest weiterkommen. Das hoffe ich. So, aber wir können noch kurz hier unser Fleisch machen. Fällt mir ein. Speedfleischbraten. Ja. Ja, rein mit dem Fleisch da. Schön braten. Ganz schön. Ja, ja. Das war's schon. Das waren jetzt über 20 Fleisch schon, okay. Ich brauche dafür gewöhnlich länger, wenn ich mir Fleisch braten will, aber er kann das schon in ein paar Minuten. Beziehungsweise, ja, es waren ja schon ein paar Minuten. Ich meine, die Zeit hier in der Gothic-Welt verfliegt ja mit rasender Geschwindigkeit. Okay, ich würde sagen, wir machen an diesen 2 Steinen hier mal Schluss. Zielen so ungefähr ins Sumpflager rüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es weitergeht mit mir. Und dann werden wir mal gucken, was uns im Sumpf erwartet. Bis dann, tschüss und ja, habt einen schönen Tag und was auch immer. Bis dann.